Wahl 24. Der Wahlinsider. Alle News zum Wahljahr 2024. Live und aktuell. Wahl 2024. Willkommen bei einem weiteren Insider hier auf OE24TV. Ich bin jetzt verbunden mit Veronika Born-Mehner, Politanalystin und Autorin. Einen schönen Nachmittag, Frau Born-Mehner. Hallo, schönen Nachmittag. Wir haben ja schon gestern gesprochen, heute hat sich ja wieder einiges Neues getan. Kommen wir zu Herbert Kickl von der FPÖ. Heute die Reaktion von Herbert Kickl auf Karl Nehammers Auftritt gestern, über den wir bereits gesprochen haben. Wie haben Sie seinen Auftritt heute empfunden? Naja, grundsätzlich merkt man, Herbert Kickl kämpft. Er will unbedingt und er versucht weiter Druck auf Nehammer auszuüben. Wie gut ihm das gelingt, das sei mal dahingestellt. Was jedenfalls interessant war, war, dass er alle Dokumente offengelegt hat. Das heißt, er hat sämtliche Papiere, die er Nehammer geschickt hat, die er mit Nehammer besprechen wollte, veröffentlicht. Da sind unter anderem schon Punkte drinnen, die er gerne in einer gemeinsamen Regierung machen würde, bis hin zu dazu, dass er Termine vorgelegt hat und da sogar schon so eine Art Stundenplan für etwaige Koalitionsverhandlungen drin enthalten ist. Und das ist doch etwas, was in Österreich neu ist. Normalerweise werden solche Papiere in Österreich ja streng vertraulich behandelt und nicht veröffentlicht. Das halte ich aber grundsätzlich für gar keine unkluge Idee. Also ich finde Transparenz eigentlich immer gut und das ist aus seiner Perspektive jedenfalls auch ein geschickter Schachzug, weil das natürlich auch gut in seine Erzählung passt, wonach alle anderen geheime Hinterzimmergespräche führen würden und alle anderen quasi hinter den Kulissen backeln, währenddem er derjenige ist, der ganz offen und klipp und klar im Interesse der Bevölkerung sagt, was er plant und was er machen möchte. Mhm. Er hat jetzt auch gesagt, Karl Nehammer wäre ein beleidigter Politiker, weil er eben hier auch unter Druck stehen würde. Er will aber unbedingt Kanzler bleiben, hat aber doch ein eher schlechtes Ergebnis eingefahren. Wie sehen Sie diese Aussage? Ich würde sagen, das ist so eine typische Kickl-Aussage, die ein bisschen untergriffig ist, die persönlich ist, die in Wirklichkeit auch nicht angebracht ist und die ihm meiner Meinung nach auch nicht helfen wird. Das ist das, was ich von Kickl eher weniger klug finde, weil er natürlich, wenn er schon unbedingt, wie er sagt, mit ÖVP und Nehammer koalieren will, dann ist es vielleicht nicht die beste Idee, den angeblichen heiß gewünschten Koalitionspartner vor laufender Kamera zu beleidigen und zu diskreditieren. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass dahinter der Versuch steht, Nehammer ein bisschen zu verunsichern, seine Rolle in der eigenen Partei ins Wackeln zu bringen und vielleicht, wir wissen es ja nicht, hinter den Kulissen damit versucht, diverse andere ÖVP-Politiker von Nehammer abzubringen. Aber das ist dann, glaube ich, schon eine sehr gewagte These, würde ich mal behaupten. Ja, es gibt auch andere Beobachter, die meinen, wieder Nehammer würde eigentlich jetzt fester im Sattel sitzen als noch vor der Wahl, weil doch das Ergebnis jetzt nicht so schlecht war bei der Nationalratswahl, wie viele befürchtet hatten. Der Abstand zwischen ÖVP und FPÖ ist jetzt eben knapp 2% und bei der Vorarlberg-Wahl hat man ja eben auch nicht so stark verloren, sondern nur unter Anführungszeichen 5%. Also würde er jetzt wieder fester im Sattel sitzen. Aber Herbert Kickl will natürlich sich damit auch zeigen, er ist weiter bereit zu Gesprächen. Also er hat ja auch gemeint, auf eine Frage einer Journalistin, die wollte das nochmal bestätigt haben, er sieht die Möglichkeiten weiterhin offen für Schwarz-Blau. Wie sehen Sie das? Hat nicht Nehammer gestern eigentlich die Tür schon fest zugemacht? Also ich glaube auch, dass Nehammer jetzt fest im Sattel sitzt und eine gefestigte Position hat und dass das vor einigen Monaten schon einmal anders war. Ich glaube aber, dass das weniger an der Performance von Nehammer selbst liegt, sondern vor allem auch daran, dass es keine wirklichen Alternativkandidaten, keine wirkliche Alternativkandidatin gibt. Also wenn man sich da so umhört, wer denn ansonsten in Frage kommen würde, dann fallen zwar Namen wie der von der Caroline Edtstadler und Co., aber die sind alle nicht mehrheitsfähig. Das heißt, ich glaube, der Nehammer ist gerade der gemeinsame Nenner, auf den sich alle innerhalb der ÖVP gut einigen können und dementsprechend sitzt er fest im Sattel. Was ich immer noch
Zweifle und was auch gestern mein Punkt war, ich habe schon das Gefühl, dass sich der Nehammer eine kleine Tür, Hintertür gestern offen gehalten hat, eben mit der Betonung darauf, dass er sich immer ganz, ganz stark von Kickl abgrenzt, aber eben nur von Kickl und nicht von der FPÖ als solches und dass er sich da eine kleine Tür offen hält in Richtung von, vielleicht findet man ja doch noch einen Kompromiss. Aber wie könnte der Kompromiss nach Nehammers Wünschen denn aussehen? Eigentlich nur so, dass Kickl auf die Seite tritt und das macht der Kickl ja immer wieder klar, dass er das nicht tun wird. Kickl hat auch was anderes Interessantes gesagt. Man würde jetzt Andreas Babler stärken durch diese Gespräche, die die ÖVP jetzt offenbar nicht erwarten kann, nämlich heute mit Babler und auch die Neos sind schon mit dabei bei Gesprächen. Die SPÖ würde linker sein als die Grünen, linker als je zuvor. Was bezweckt er denn mit einer solchen Aussage? Wie haben Sie das gesehen? Auch das sehe ich mehr als Provokation der ÖVP beziehungsweise als eine versuchte Schwächung von Nehammers Position. Auf den ersten Blick könnte man jetzt natürlich meinen, dass dadurch, dass sich Nehammer so stark festlegt, er de facto mit der SPÖ koalieren muss. Ich glaube aber trotzdem, dass es da noch Spielraum gibt. Ich glaube auch, dass es in Österreich Varianten der Regierungsbildung gibt, die wir bisher so einfach noch nicht kennengelernt haben, bis hin zu gestützten Minderheitsregierungen. Das heißt, ich würde das jetzt nicht so unterschreiben, ganz abgesehen davon, dass die SPÖ natürlich auch ein massives Interesse daran hat, wieder zu reagieren, wieder zu regieren, wieder in einer Koalition zu sein und dass ich das dementsprechend eher für unwahrscheinlich halte, dass die SPÖ jetzt mit einer breiten Palette an Forderungen kommen wird, die das Land ganz weit nach links bringen. Also das bezweifle ich stark. Das halte ich eher für Panikmache von Seiten von Herbert Kickl. Naja, er will natürlich auch viele in der ÖVP offenbar damit aufschrecken oder und denen Angst machen, weil die wissen ja genau, Gespräche zwischen Ihnen und Babler, das wird schwierig. Vielleicht schauen wir schon mal hin auf diese Gespräche, die ja heute stattfinden sollen. Was sind denn da die größten Hürden Ihrer Meinung nach? Also wahrscheinlich auch Asyl, da sprechen wir dann auch noch über Rudi Fussi, der ja da eine andere Asyllinie verfolgt. Aber wenn wir jetzt die von Andreas Babler kennen, der ja mal gemeint hat, Asyl und Migration ist kein Problem, wie soll das heute funktionieren zwischen den beiden, gerade bei solchen Positionen, aber nicht nur bei diesen? Wo wird es denn sonst auch bremslig? Also ich glaube, die geringste Schnittmenge beziehungsweise das schwierigste Thema in den Verhandlungen zwischen ÖVP und SPÖ werden Wirtschaft und Sozialpolitik sein. Das betont natürlich der Kickl insbesondere auch deswegen, weil die FPÖ unter Kickl ja jetzt ein Wirtschaftsprogramm vorgelegt hat, das de facto eins zu eins von dem der ÖVP entspricht. Und damit appelliert er natürlich an den Wirtschaftsflügel innerhalb der ÖVP, der ja nicht ganz irrelevant ist, sprich IV und Wirtschaftskammer, doch bitte eine Koalition mit der FPÖ, wenn nötig, auch unter Kickl zu forcieren. Bei der SPÖ ist es tatsächlich so, dass die eine Wirtschaftspolitik haben, die viel weniger liberal ist, die eher eine Entlastung der arbeitenden Bevölkerung, der Beschäftigten, der Menschen in Österreich vorsieht und weniger weitere steuerlichen Entlastungen von Unternehmen. Wir sehen ja auch, dass zum Beispiel die Wirtschaftspolitik der letzten 5 Jahre der ÖVP stark darin bestanden hat, dass Körperschaftssteuern für Unternehmen gekürzt worden sind, dass wiederum die meisten Fördergelder in Richtung von Unternehmen geflossen sind. Sprich, da wurde sehr stark zugunsten der Unternehmen gearbeitet. Und das ist natürlich was, was in der DNA der Sozialdemokratie so weniger drinnen steckt, sondern die Sozialdemokratie hat für sich natürlich auch den Anspruch, die Partei der arbeitenden Bevölkerung zu sein. Und dementsprechend denken die vermutlich eher an steuerliche Entlastungen der Beschäftigten. Die denken vermutlich eher an Lohnsteuerentlastungen und weniger an Kürzungen beziehungsweise Förderungen bei den Unternehmen. Das dürfte also schwierig sein. Das Gleiche gilt bei den Sozialleistungen. Also gerade wenn ich da ans Arbeitslosengeld oder an die Mindestsicherung denke, aber auch die Pensionen und das Pensionsantrittsalter, dann denke ich schon, dass es da einiges an Reibung gibt zwischen ÖVP und SPÖ. Und dass das schwierig werden wird, vor allem für die SPÖ, weil die SPÖ natürlich auch ihr Gesicht nicht verlieren sollte in diesen Verhandlungen. Und dass für die SPÖ auch in der Zukunft sehr, sehr schwierig wird, wenn sie jetzt all ihre Wahlkampfforderungen und all ihre Positionen für diese Koalition jetzt opfert, dann wird sich das natürlich in wenigen Jahren, spätestens bei der nächsten Wahl, rächen.
Ja, also Sie haben es ja gerade angesprochen, auch die SPÖ steht hier vor einer schwierigen Situation, nicht nur die ÖVP, also haben es eigentlich alle schwierig, alle wissen, sie müssen ihre eigene Wählerschaft zufriedenstellen auf der anderen Seite, aber eben auch Kompromisse eingehen, die wird es ja geben müssen und das, wie Sie schon gesagt haben, wird bei vielen Themen schwierig. Das hat eben Kickl heute auch betont in dieser Pressekonferenz, weil er gemeint hat, zwei Parteien, die sich doch in vielen wichtigen Bereichen sehr ähnlich sind, das hat er dann sogar noch so genannt, sehr ähnlich in den Standpunkten, Wirtschaft vor allem und jetzt auch was das Budget betrifft, da wird es natürlich für das Land einen enormen Schub geben, weil man eben in dieselbe Richtung geht. Und dann hat er eben sogar die Budgetsituation angesprochen, dass es kostensenkende Maßnahmen geben wird, dass man sparen wird und dass man eben da viele gemeinsame Nenner finden wird also zwischen FPÖ und ÖVP. Und dass man eben sparen muss. Ja. Wie leicht oder wie schwer wird das denn bei Rot-Schwarz-Pink werden? Wie sehen Sie denn das? Gerade das Budget, das wird ja einer der wichtigsten Punkte sein. Ja, ich glaube, dass da tatsächlich die FPÖ in einer Win-Win-Situation ist, gerade grundsätzlich, weil wenn die FPÖ regiert, gewinnt sie. Wenn sie in der Opposition landet, gewinnt sie de facto auch, weil Kickl sehr, sehr gut darin ist, die Opferrolle zu bespielen und sagen wird, er wird da ausgegrenzt. Und das ist tatsächlich ein Risiko, wenn diese Dreierkoalition nicht vernünftig, wertschätzend und konstruktiv agiert, dann kann das die FPÖ jetzt tatsächlich stärken. Für die SPÖ wird es allerdings tatsächlich schwierig, weil die NEOS in der Wirtschaftspolitik natürlich auch wieder eher bei der ÖVP verortet sind und die SPÖ da sich am meisten wird bewegen müssen. Und das tut natürlich gleichzeitig dem Profil und auch den Wählerinnen der SPÖ wirklich weh. Weil wenn die Frage ist, wo soll gespart werden, dann fallen einem leider immer mal schnell die öffentliche Infrastruktur ein, Sozialleistungen ein. Das sind aber genau die Dinge, auf die halt die SPÖ-Wählerinnen verstärkt angewiesen sind und die Mehrheitsbevölkerung halt auch braucht. Das nächste ist, dass es auch ideologische Unterschiede gibt, dass zum Beispiel eine sozialdemokratische Wirtschaftspolitik viel eher sagt, man muss, wenn man die Konjunktur beleben will, auch Investitionen setzen, um neue Arbeitsplätze zu schaffen, um die Kaufkraft zu erhöhen, um dafür zu sorgen, dass die Wirtschaft im Land wieder floriert. Das heißt, man muss eher neue Infrastrukturprojekte starten, man muss in gemeinnützigen Wohnbau investieren, man muss in Straßen investieren und so weiter. Während die ÖVP halt eher die Linie vertritt, genauso wie die NEOS, der Staat soll sich so weit wie möglich zurückziehen, soll am besten wenig investieren und soll am besten auch wenig einnehmen. Und das ist halt das, wo jetzt auch in der Volkswirtschaft unter den Ökonominnen Uneinigkeit herrscht, weil die einen eben sagen, das dämpft die Konjunktur, das führt dann erst recht dazu, dass die Wirtschaftskrise sich vertieft und verfestigt. Und die anderen eben sagen, das ist das Einzige, woran die Volkswirtschaft gesunden kann. Ich denke da vor allem an so alte Vertreter dieser Denkschule wie Margaret Thatcher in Großbritannien oder Ronald Reagan in den USA, die haben de facto das vorgelegt oder vorgelebt, was die NEOS und auch die ÖVP jetzt stark propagieren. Und das führt dann natürlich schon zu erheblichen Einbrüchen in der öffentlichen Infrastruktur, im Gesundheitssystem, aber eben auch im Pensionssystem, im Bildungswesen und so weiter. Und meine persönliche Meinung ist, dass Österreich sich das gerade auch nicht unbedingt leisten kann. Wir alle wissen, es wurde in den letzten Jahren schon sehr viel in der Infrastruktur gespart. Und deswegen ist das tatsächlich ein Risiko, bei dem ich hoffe, dass die SPÖ dem Risiko nicht zu stark verfällt, sondern sich das ja wohl auch durchsetzen kann in Verhandlungen. Mhm. Eben, die NEOS, die führen ja auch schon Gespräche, also Beate Meinl-Reisinger spricht auch mit Babler, dann auch mit Nehammer und da hat Meinl-Reisinger schon als große Überschrift angekündigt Reformen, also man will Reformen, also die NEOS, die werden hier wahrscheinlich so das Zugpferd sein, das da irgendwie in eine Richtung zieht und die anderen werden dann vor allem also die SPÖ hier Mühe haben, in diese Richtung nachzugehen, also es wird schwierig. Kommen wir vielleicht jetzt oder bleiben wir gleich bei der SPÖ, da gab es eben heute eine
andere interessante Pressekonferenz, nämlich die von Rudi Fussi. Ich weiß nicht, wie Sie Rudi Fussi sehen. Er hat ja vor einer Woche diese Grundsatzrede gehalten, seine neue SPÖ, wie sich das vorstellt, und sammelt er derzeit die Unterstützungserklärungen, um eben eine Mitgliederbefragung durchführen lassen zu können. Heute hat er sich schon inszeniert wie der neue Parteichef und eben auch gesagt, für die Verhandlungen gibt es jetzt auch schon einmal die neue Asyllinie von ihm, die eher streng ist, also eher an DOSCO-Ziel angelehnt. Haben Sie das heute erlebt? Was will er damit bezwecken, beziehungsweise was passiert genau durch solche Aktionen? Also ich stehe dem Rudi Fussi grundsätzlich eher neutral gegenüber, würde ich sagen. Ich habe mich auch bis jetzt eher zurückgenommen mit Kritik an ihm, weil ich mir denke, dass er in der letzten Woche ohnehin schon genug abbekommen hat. Da braucht es mich jetzt nicht auch noch, um da noch zusätzlich drauf zu hauen. Man muss aber schon sagen, dass die Art und Weise, wie er sich heute präsentiert und geäußert hat und insbesondere auch in den letzten Tagen schon von einer beispiellosen Überheblichkeit gekennzeichnet ist. Also der sagt Dinge, die so dermaßen überheblich sind und schlägt so dermaßen großspurige Töne an, dass ich, wie ich finde, nicht besonders seriös wirkt und er macht halt auch Versprechungen, wie zum Beispiel, er würde jetzt die illegale Migration binnen von 2 Jahren auf null setzen durch seine Migrationspolitik, wo eigentlich alle fachkundigen Menschen sich einig sind, dass das eben nicht so einfach ist und dass es nicht so einfach funktioniert, sonst hätten es andere ja bereits gemacht. Das heißt, es lässt alles sehr, sehr viel Seriosität vermissen in meinen Augen. Also große Versprechen, viele schöne Floskeln, viel Tamtam, unfassbare Überheblichkeit, aber wie ich finde, sehr, sehr wenig Substanz, keine konkrete Erklärung, wie er überhaupt zu diesen, wie ich finde, doch recht gravierenden Änderungen kommen möchte und alles insgesamt, tue ich mir schwer damit, das ernst zu nehmen. Also vieles von dem Spott, das der Rudi Fussi auf sich zieht, verdient er sich gerade, muss ich leider sagen. Also ich fand, dass er da nicht unbedingt ein gutes Bild macht. Und man hat auch gesehen, letzte Woche hat das noch für sehr, sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt, was er da tut, seine Show, die er da abzieht. Er konnte da auch sicherlich seine Kontakte nutzen. Ich meine, er ist gut vernetzt, er kennt viele Journalisten und Journalistinnen. Er versteht sich offensichtlich ganz gut mit der Kronenzeitung. Das kommt ihm schon entgegen. Aber auf Dauer glaube ich nicht, dass das funktionieren wird und dass ihm das aufgehen wird. Und man hat es auch heute schon gesehen, dass bei seiner Pressekonferenz der Andrang der Journalisten und Journalistinnen vor Ort eher überschaubar war. Also man hat da vorwiegend leere Stühle gesehen und ein mäßig interessiertes Publikum. Ja, wir reden gleich weiter, liebe Frau Born-Mehner, nach einer kurzen Werbepause. Bleiben Sie unbedingt dran. Wahl 24, der Wahlinsider. Alle News zum Wahljahr 2024, live und aktuell. Wahl 2024. Willkommen zurück bei unserem Insider und schön, dass Sie noch da sind. Frau Veronika Born-Mehner, Autorin, uns zugeschaltet zu den aktuellen politischen Entwicklungen. Wir haben zuletzt über den heutigen Auftritt von Rudi Fussi gesprochen, über sein Asylprogramm, wo Sie jetzt eben gemeint haben, das ist alles nicht wirklich durchdacht. In 2 Jahren illegale Migration auf null zu bringen, ist eigentlich nicht möglich. Also Sie sagen, diesem Programm, was er da heute vorgestellt hat, fehlt die Substanz. Ja, hallo, und das sage ich tatsächlich. Ich würde nicht mal so weit gehen, es ein Programm zu nennen, sondern ich würde eher sagen, er hat ein paar populistisch klingende Forderungen aufgestellt, ein paar schöne Überschriften gewählt, dabei noch einige Rundumschläge verteilt, in denen er de facto allen anderen außer sich selbst die Kompetenz abgesprochen hat und sehr großspurig erklärt, dass er alle unsere Probleme lösen würde und dass die FPÖ am den heutigen Tag sowieso einpacken kann. Er hat allerdings meines Erachtens nach keinerlei tatsächliche Lösungen präsentiert. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich bezweifle, dass Rudi Fussi über das Wissen und die Kompetenz verfügt, um auch tatsächlich beurteilen zu können, was es denn da brauchen würde, um die Migration tatsächlich auf null zu setzen. Also ich halte das alles für
ein ziemliches Theater, eine meinetwegen auch ganz gut gemachte Show, aber es ist nicht weiter ernst zu nehmen und es steckt meiner Meinung nach auch nicht wirklich ein ehrliches Bemühen dahinter, weil wenn ich tatsächlich Interesse daran hätte, etwas zu verändern und etwas umzusetzen und durchzusetzen, dann würde ich das weniger großspurig und ganz im Gegenteil etwas sachlicher, etwas freundlicher und etwas entgegenkommender präsentieren und nicht mit einem Rundumschlag gegenüber allen anderen. Mit so einem Auftreten ist es eigentlich auch von Anfang an klar, dass sich das so nicht ausgehen wird und es so nichts werden kann. Ich meine, ein Ansatz war interessant. Ich meine, vor allem für Linkspolitiker ein gutes Argument. Er hat ja dann verglichen, wie viele Menschen nach Deutschland gekommen sind, 2 Millionen im letzten Jahr, und wie wenige davon eigentlich dann straffällig waren tatsächlich. Da hat das dann auch in mehrerer Variation präsentiert, dass eben von den vielen, die kommen, nur ganz wenige wirklich straffällig werden. Aber die, die straffällig werden, die sollen abgeschoben werden, beziehungsweise nach dem Absitzen der Strafe abgeschoben werden. Wie sehr unterscheidet er sich da jetzt auch in der Asyllinie von Babler? Will er da mit Babler vielleicht eine Botschaft mitteilen oder mit der SPÖ, sie sollen mehr in die Mitte rücken? Oder haben Sie irgendwie eine Vorstellung, was steckt hinter diesem ganzen Theater, das Rudi Fussi uns hier präsentiert? Also inhaltlich ist die Differenz zu Andreas Babler da nicht wahnsinnig hoch, denn dass Asylwerbende, die einen Asylstatus haben, diesen verlieren, wenn sie Verbrechen begehen, wenn sie kriminell werden, wenn sie Haftstrafen zu verbüßen haben, das ist Common Sense. Also da wird er niemanden groß finden, der sagt, lassen wir bitte die Straftäter alle bei uns im Land und geben wir ihnen am besten noch die Staatsbürgerschaft. Das ist also nichts, wo er sich jetzt inhaltlich groß unterscheiden würde. Ich behaupte, das Einzige, worin er sich sehr, sehr stark unterscheidet, ist die Tonalität, eben die Art und Weise, wie er diese Vorschläge verpackt und präsentiert. Und das ist natürlich auch Geschmackssache. Aber für meinen Geschmack kommt das eben viel zu großspurig daher. Und für meinen Geschmack ist es halt auch wenig glaubwürdig. Also wir alle wissen, dass Menschen, die sehr, sehr einfache Lösungen für sehr, sehr komplexe Probleme präsentieren, in der Regel nicht unbedingt die glaubwürdigsten Menschen sind. Und dass da einfach sehr, sehr viel Werbung dahinter steckt. Man merkt, er kommt aus der PR-Branche und dass er Kommunikation beherrscht. Aber ich bezweifle, dass er tatsächlich realisiert und auch versteht, wie schwierig all diese Dinge in der tatsächlichen Umsetzung sind, wie viele verschiedene rechtliche Geschichten es dazu bedenken gibt auf Länderebene, auf nationaler Ebene, auf europäischer Ebene und auf globaler Ebene. Und dass das eben alles nicht so einfach funktioniert, wie der Rudi Fussi sich das offensichtlich so vorstellt oder wie er uns das da verkauft. Tatsächlich auch an die Babler. Und auch sonst, ich denke, niemand in der Sozialdemokratie möchte jetzt unbedingt, dass Messerstecher oder gewalttätige Menschen unbedingt bei uns Asyl bekommen und die Staatsbürgerschaft erhalten. Das ist Common Sense. In jeder Partei in Österreich, denke ich. Jetzt hat man eigentlich auch von offizieller Seite von der SPÖ nicht viel dazu gehört, was Rudi Fussi da letzte Woche vorgestellt hat. Das ist auch interessant, oder? Wie sehen Sie das? Und eben glauben Sie, es kommen weitere Programme zu weiteren Themen, die Gegenstand von Verhandlungen sein könnten? Also Rudi Fussi hat ja angekündigt, dass er bis Dezember, wie ich meine, jede Woche eine Pressekonferenz geben will. Wenn ich mir anschaue, wie schlecht besucht die heutige schon war, dann würde ich ihm davon vielleicht eher abraten. Ich denke, die Bundespartei reagiert aus dem simplen Grund nicht, dass sie sich denken, näher mal ignorieren. Sprich, machen wir ihn nicht größer, machen wir ihn nicht relevanter, als er ist, indem wir ihm auch noch zusätzliche Aufmerksamkeit schenken. Tatsache ist, Rudi Fussi hat nicht besonders hohe Chancen, überhaupt die 14.000 Unterschriften zu sammeln, damit es überhaupt einmal zu einer Abstimmung kommt. Und Tatsache ist noch einmal, dass wenn es zu einer Abstimmung kommt, dass eine Abstimmung ist, die auf einem Parteitag unter Funktionären und Funktionärinnen stattfinden würde und dass er da das sowieso nicht die geringste Chance hat. Also das, was Rudi Fussi da probiert und das, wovon er meint, dass er das gewinnen kann, ist eine absolut aussichtslose Situation. Also deswegen hinterfrage ich auch so ein bisschen seine Motivation, weil dass das so nicht zu gewinnen ist und nicht schaffbar ist, das müsste ihm eigentlich klar sein. Insofern
denke ich mir, es wird andere Gründe dafür geben, warum er gerade diese Aufmerksamkeit auf sich zieht. Vielleicht erfüllt er sich damit auch einen Jugendtraum, ich weiß es nicht. Aber es ist alles nicht wirklich ernst zu nehmen und deswegen kommt, glaube ich, auch von der Bundespartei nicht weiter viel dazu. Ja, ich glaube, dass diese Meinung teilen wahrscheinlich einige Beobachter, aber danke vielmals auch für die offenen Worte und diese spannende Analyse. Ich wünsche noch einen schönen weiteren Nachmittag, Frau Bormina. Danke, ebenfalls.